Was machen wir mit den Leuten, die nicht die Suchmaschine bedienen? Und auch wieder eine konkrete Geschichte. Ich war bei einem Kunden, der interessierte sich wiederum für irgendwelche Tools und der hat aber von einem Wettbewerber ein Portal und sagte, dann kann ich in diesem Wettbewerberportal das auch irgendwie einbauen. Ist das einfach oder ist das ein Riesenprojekt? Wie ist das? Ich gesagt, ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Konnte gehen, aber ich weiß es nicht. Und dann waren wir nur kleiner Kreis, wir waren zu dritt und auch am Netzwerk und okay, dann habe ich gesagt, ich gucke mal eben. Und in die Suchmaschine rein und da ist eben das Problem, eben doch viele Einträge so. Und wie gesagt, ich bin auch vom Typ her nicht so der Sucher. Und dann fiel mir ein, dass ich jemanden kenne, der so ein Projekt gemacht hat in dem Umfeld. Und dann bin ich bei dem auf die gelbe Seite gegangen. Und das ist eben auch so ein neues Konzept an dieser Stelle. Wir müssen auch für die Leute, die was in Foldern ablegen und die eigentlich nicht so gerne suchen, müssen wir auch etwas schaffen. Einen Und da Zugang schaffen. einen Zugriff schaffen. Und da sehe ich den Menschen als mit seiner Visitenkarte als ganzheitlichen Wissensträger, der aber heute eben Sachen nicht nur auf dem Gruppenlaufwerk hat wie früher, sondern der heute seinen Blog hat oder auch in anderen Blogs irgendwie was kommentiert und so weiter, der heute in Communities zu verschiedenen Themen mitarbeitet, der heute Files als Public File Sharing im Rahmen der Firma natürlich nicht wirklich public, sondern firmenintern public zur Verfügung stellt und so weiter, der also die verschiedensten Töpfe bedient und da überall was hinterlässt. Typischerweise alles mit Tagging, was eben auch dann entsprechend der Suchmaschine hilft, aber eben auch für die Browser diese verschiedenen Töpfe aufzeichnet. Wir hängen dann einfach, technologisch ist das einfach durch Feed-Technik, hängen wir einfach diese Töpfe ohne Datenduplizierung in diese gelben Seiten mit rein. Das heißt, ich bin jetzt bei dem Kollegen auf die gelbe Seite gegangen und habe bei ihm mal so ein bisschen gestöbert und siehe da, sein zweiter Blog-Eintrag von oben hatte schon genau diese Thematik und sagte, ja, und ich habe auch auf dem Public File Sharing, habe ich da auch noch eine Präsentation zu. Die haben wir dann gleich aufgemacht. Ich hatte noch 3, 4 Minuten, vielleicht waren es 5, irgendwie so in dem Dreh, Das hat die hatte ich Freude. schon gleich eine Präsentation mit der Antwort, wie das geht. Kunde sagte, Mensch, das war jetzt aber wirklich, also Hut ab, das würde bei uns überhaupt nicht gehen.